Hallo, heute schauen wir uns von La Trappe den White Trappist an. Der White Trappist ist das einzige Trappisten-Weißbier auf der Welt. Trappistenbier mit Trappistenhefe gebraut, hat dadurch eine spezielle Säure und natürlich auch ein paar andere Vorgaben, muss in einem Trappistenkloster gebraut werden und der Erlös von diesem Bierbrauen muss sozialen Zwecken zugutekommen. Somit, wenn man Trappistenbier trinkt, tut man was Gutes. Schauen wir es uns an, hier haben wir es. Man sieht, es ist ein Weizen. Und man sieht, der Schaum, das ist jetzt so knappe Minute, ist das schon eingeschenkt, das Bier, der ist da. Eine sehr schöne goldene Farbe, sehr schöner, extrem feinporiger Schaum, wie man es halt für einen Weizen kennt. Riecht leicht säuerlich, wie man es durch die Trappistenhefe halt auch schon gewohnt ist. Auffallend zum Weizenbier ist, dass auch der Geschmack ein bisschen saurer ist. Hat aber trotzdem was leicht Bananiges mit einer leichten Säure drüber. Trinkt Trappistenbier, tut so was Gutes damit. La Trappe White Trappist.